gestern hat man sich da mehrfach selber gefragt, was geht denn hier eigentlich ab, im falschen Film so ein bisschen? Ja, wir haben solche Spiele jetzt schon öfters gehabt, wo wir gut agiert haben in der Offensive und defensiv fahrlässig und ähnlich war es gestern. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, viele Torschüsse gehabt, aber leider ohne Erfolg, nur ein Tor gemacht und defensiv die Gegentore, das war zu billig. Aber es war doch wirklich unfassbar, unglaublich. Ich saß gestern mit den Radiokollegen, die sind aufgesprungen, haben sich nur noch an die Birne gelangt. Das ist schon bitter momentan, oder? Ja, es läuft nicht für uns, fehlt auch das notwendige Spielglück, sage ich jetzt mal, gerade in der Offensive. Wenn wir in Führung gehen, die Chancen dazu waren da, dann läuft es uns natürlich besser und spielt uns das, hätte uns das in die Karten gespielt. Aber so ist es, dass es momentan nicht für uns läuft und da müssen wir uns jetzt wehren und haben am Sonntag die nächste Möglichkeit. Vor dem Spiel haben Sie gesagt, ein Sieg ist Pflicht, um weiterzukommen in der Gruppe. Jetzt hat die Gruppe eigentlich so gespielt, das andere Spiel, dass vielleicht immer noch was drin ist, oder? Ist noch nichts verloren? Nee, ist nichts verloren. Es sind noch 4 Spiele, wissen wir auch. Aber Enttäuschung ist trotzdem riesig groß, weil wir Aufwand betreiben und uns einfach nicht belohnen und die entscheidenden Dinge falsch machen bzw. die Konsequenz vermissen lassen im gegnerischen 16er und auch in der eigenen Defensive und das ist nur ärgerlich. Wie schwer ist es jetzt, den Schalter umzulegen? Wie macht man das als Trainer? Was ist jetzt die wichtigste Aufgabe vor Leverkusen? Ja, die Köpfe aufzurichten ist wichtig natürlich und das abzuarbeiten. Das Gute ist, dass wir nicht lange Zeit haben, immer wieder jetzt nachzukarten. In den englischen Wochen ist es so, dass Schlag auf Schlag geht und wir fliegen morgen nach Leverkusen, spielen Sonntag und natürlich hoffen wir, dass wir es besser gestalten. Erfolgserlebnisse oder ein Erfolgserlebnis wäre jetzt unheimlich wichtig. Stichwort Doppelbelastung, ist das ein Problem? Sehen Sie das so? Naja, Problem. Es ist natürlich so, durch die große Anzahl der Spiele ist es so, dass wir wenig Zeit haben, Inhalte zu trainieren, dass wir viel regenerieren und schauen, dass wir am Spieltag eben da sind, aber es ist einfach so und das haben wir uns erarbeitet. Das wollten wir auch so und jetzt ist es so und dann gehen wir damit um. Wie schläft man nach so einem Spiel? Geht einem das im Kopf noch durch? Ja, spät. Spät und schlecht. Sie haben sich jetzt lang mit Alex Manninger ausgetauscht. Ist er aufgrund seiner Erfahrung, auch seiner internationalen Erfahrung, hier ein guter Beobachter von außen? Eine Hilfestellung? Er ist ein wichtiger Spieler und ich unterhalte mich mit meinen Spielern und jetzt eben hat es sich ergeben, aber jeder ist selbstkritisch und jeder hilft jetzt hier zusammen und wir müssen gemeinsam in die richtige Richtung gehen und schauen, dass wir wieder punkten. Wie sehr steigt jetzt langsam auch der Druck in der Liga? Ihr seid jetzt auf 16 abgerutscht, wenn es dumm läuft, seid ihr vielleicht, glaube ich, am Sonntag vielleicht sogar 18. Schaut ihr da schon drauf? Ist das schon ein Faktor? Boah, das wissen wir ja seit dem Heimspiel am Samstag, dass das bittere Niederlage war und dass wir da vom Punkteschnitt her nicht zufrieden sein können. Wenn du 3 Heimspiele verlierst, dann stehst du automatisch auch unter Druck und wenn du nur 4 Punkte hast nach 7 Spielen auch. Und Druck gehört aber dazu. Wie schwer ist es denn dann zu switchen von Donnerstag, diesem Fußball-Europapokalspiel, dann jetzt, ich sag mal, auf Abstiegskampf innerhalb von 2 Tagen noch? Aber Abstiegskampf war ja auch schon die ersten paar Spieltage, weil wir wissen, dass wir gute Konkurrenten haben, dass wir in der Bundesliga immer 100% brauchen, um Punkte zu holen. Und deswegen ist es unser Alltag und nicht schwierig, sondern wir bereiten uns jetzt gezielt vor und geben alles. Wie siehst du denn Bayer Leverkusen aufgestellt? Hatten ja auch einen schwierigen Start, aber ist natürlich trotzdem eine Hausnummer. Ne? Ja, wer in Barcelona lange Zeit führt und unglücklich verliert, hat viel Qualität und es ist definitiv der Fall. Was ist dann euer Ziel dort? Ja, wir gehen in jedes Spiel, um zu punkten und zu gewinnen. Aber wir wissen, dass wir auf einen sehr guten Gegner treffen. Wie weit spielst du denn eine Rolle, dass bei Leverkusen zumindest eine ähnliche psychische Situation da sein durfte, nachdem sie ein unglückliches Spiel hatten, international auch in der Liga noch nicht das erreicht haben, was sie wollen? Spielt das irgendwie eine Rolle? Ich glaube, dass sie voll auf Sieg spielen werden, dass sie Nachholbedarf haben, was die Punkte anbelangt in der Bundesliga und jetzt ein Heimspiel haben und in jedes Heimspiel als mit dem Ziel reingehen zu gewinnen und genauso wird es gegen Augsburg jetzt sein, aber wir haben in München es bewiesen, dass wir gut verteidigen können und wer in München so gut ausschaut wie wir über 90 Minuten, der kann auch in Leverkusen punkten.
die beliebte Frage, liegt es euch mehr, wenn ihr aus der Defensive kommen könnt, wenn ihr einen Gegner habt, wo ihr nicht das Spiel machen müsst, wenn ihr einfach mal abwarten könnt? Ja, aber es geht jeder Mannschaft so, dass es einfacher ist, gut zu stehen und zu kontern. Dass es natürlich so ist, wenn man das Spiel machen muss, dass man da ja, sich schwerer tut. Es steht auch außer Frage, aber wir haben es eigentlich gestern offensiv ganz gut gemacht, weil wir, glaube 500-800-prozentige Torchancen uns erspielt haben und es versäumt haben, das Tor zu machen. Aber von der Spielanlage war es okay, es fehlt das Entscheidende vorne und das Entscheidende hinten. Aber das fiel eben auf, dass ihr gegen Bayern die eine Chance nutzt und in den anderen Spielen die vielen Chancen halt zumeist liegen lasst. Ist das eine Konzentrationsgeschichte oder was ist das? Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so pauschalisieren, sondern wir haben es in Frankfurt zum Beispiel auch gut gemacht, gut gekontert, in München gut gekontert. Jetzt schauen wir, wie es am Sonntag dann läuft. Wir haben gestern nur mit einem Sechser, dafür mit zwei Stürmern, mit zwei Sturmspitzen gespielt. Ist das eine Ausrichtung, wie wir den FCA vielleicht in den nächsten Spielen öfter sehen können? Nein, aber das ist nicht richtig. Wir haben mit Halil Altintop auf der 10 gespielt, wir haben mit Dani Bay auf der 6 gespielt und mit Chacha Kuh auf der 8 und mit drei vorne. Also so nicht richtig. Okay? Vielen Dank. Schönen Tag.